Hey Pieps, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Twin Fever aus einer etwas ungewöhnlichen Perspektive. Ich war eben mit der Maus irgendwie am Kartenrand gewesen und bin auch gleich direkt am Kartenrand hier reingespawnt. Wie auch immer, ich war am Kartenrand gewesen, musste ich kurz weg, weil Post kam und dann war ich hier an dieser Stelle, ne? Für alle, die sich fragen, wie sieht eigentlich das Ende der Karte aus? So, hier sieht man auch die ganzen Erdschichten, aber egal. Wir sind hier oben gerade im Bad Walzi, habe ich festgestellt. Allerdings ist das nicht unsere Aufgabe. So, jetzt muss ich gucken, dass ich die Kamera vernünftig halte, weil ich habe tatsächlich das Gleisfeld gebaut. Das will ich euch aber mal irgendwann später zeigen. Hier haben wir Highspeed-Gleise. Da! Nein. Und jedenfalls, ich wollte heute hier in Haslach schon mal vorbereiten, weil ich werde das ja früher oder später erweitern, habe ich ja gesagt, dass wir es ausbauen werden. Und damit ich schon mal die ganzen Linien habe, weil das wird deutlich größer hier. Und dazu müsste ich dann allerdings auch erstmal eine ganze Menge hier noch abreißen, habe ich ja gesagt, dass das Ganze hier noch ausgebaut wird, weil Haslach ist, wie man hier sieht, eigentlich quasi ziemlich exakt die Mitte der Karte. Weil da finde ich, gibt es keinen besseren Ort dafür als hier in Haslach, um hier den Megabahnhof zu bauen. Und ich habe auch schon überlegt, wie ich den baue. Dabei wird das Ganze hier unten wird alles abgerissen. Alles. Ich gehe mal kurz so. Dann habe ich nämlich mit Himmelsrichtung kein Problem. Alles südlich dieser Straße wird abgerissen. Hier wird dann die Hauptstraße lang gehen und da wird der Bahnhof dran gehen. Also das heißt, das hier kommt alles weg und diese Straße führt dann dementsprechend da oben rein. Das hier unten bleibt auf dieser Seite und hier unten, das kommt natürlich auch weg. Das kommt weg, das wird ausgebaut. Warte, jetzt gucke ich mal kurz. Die Sonne ist da hinten. Da ist Westen. Das heißt, alles Richtung West, alles westlich dieser Straße hier wird abgerissen. So, nein, das Ganze machen wir, ich würde mal sagen, heute, weil ich habe jetzt nämlich wirklich schon den da hinten, da, das Gleisfeld da hinten gebaut beim Kohlebahnhof. Samt Güterbahnhof noch einen hinzu. Das will ich euch aber später zeigen. Möglicherweise, wenn wir denn hier unsere Schnellzugstrecke lang von haben. Denn wir haben zudem, habe ich erstmal, kann ich auch ganz kurz sagen, ich habe hier unten unsere preußische Lok ausgetauscht gegen die 93. Mit ein paar Wagen, beide Züge sehen gleich aus, weil ich sie einheitsaktualisiert habe. Und wir haben, kann ich euch nochmal zeigen, so, wir haben nämlich einige Sachen, die tatsächlich neu bekommen in der letzten Zeit. So, das kennen wir ja noch. Ich glaube, hat sich den Triebwagen hier, weiß nicht, jedenfalls die 93, die 74 ist neu, die AE47, dann die 62, die 86, die Litra MW, die 442, die A4. Die PRR, ja, hier der Triebwagen halt, hier der rote Pfeil. Ansonsten hier fehlt, glaube ich, sonst. Dann habe ich noch die Pioneer Sapphire, die Challenger und die Berliner S-Bahn. Das ist soweit erstmal alles, was ich neu habe. Ich habe auch schon gesehen, für die Strecke durch auf unserem Brocken hoch habe ich auch schon mal die richtigen Wagen. Jetzt fehlen mir nur noch das richtige Asset. Jedenfalls zu dem dazu, was wir freigeschaltet haben. Jetzt muss ich erstmal gucken, dass wir hier vernünftig Platz haben, weil dazu muss der Zug. Ah, gut, die fahren ja gerade beide raus. Okay, jetzt kommt der Güterzug, ne? So ein Dreck. Diese Strecke hier wird übrigens auch neu gebaut werden. Kann ich euch jetzt schon mal soweit verraten. Also jetzt muss ich dich mal kurz anhalten, weil diese Linien, die werden hier tatsächlich auf Stillstand gestellt. Dich muss ich anhalten. Dann bleibst du jetzt stehen. Und du bleibst stehen. Genauso wie die anderen Linien hier jetzt stehen bleiben werden, damit die mir nicht gleich hier alle da in den Bahnhof wie immer wieder rein und rausfahren. Zudem muss ich die früher oder später sowieso umdrehen. Die kleine Güterbahnhof hier kommt auch weg. Der wird später ersetzt. Ich muss nur warten, bis der hier raus ist. Irgendwie hier oben oder so. Und dann passt das. So gut, der steht jetzt hier. Wir stellen uns hier einfach überall jetzt imaginäre rote Signale vor für die Züge. Dann passt das schon. Ja, wie gesagt, diese Strecke hier wird wahrscheinlich auch neu gebaut werden.
werden, früher oder später. Die hat übrigens auch einen eigenen Sound, habe ich festgestellt, die 93. Zumindest was das Horn angeht. So, du bist weit genug weg. Ich muss die sowieso anhalten, weil der Zug hier gleich auf null stehen wird. So. Weil ich wollte dich jetzt hierbei, wollte ich jetzt euch dabei haben. Ja gut, dass jetzt 120 Personen sterben, das ist jetzt es. Jetzt muss ich. Oh nee. Du musst umdrehen. Du fährst weg. Dich halte ich an. Dich halte ich an. Genau, den einen hier habe ich ja irgendwo gesagt. Genau, den hier habe ich gesagt. Warte mal, wo fährt denn jetzt hin? Der fährt weg. Das ist sehr gut. Jetzt habe ich noch das hier oben. Oder fährt ihr jetzt wieder weg? Einfach nur gucken, dass hier jetzt kein Postauto kommt. Der wird ja hier wahrscheinlich nicht überholen, genau. So, ist das Auto hier weg? Nein. Weil es jetzt das letzte Auto hier, was mich. Das ist die letzte Sache, die mich hier stört. In dem Bau. So, damit ist der jetzt weg. Ich werde heute definitiv noch nicht alles machen, weil so weit komme ich gar nicht. Ich bin mal gespannt, wie lange das Geld hält. Gut, jetzt wird's laut, weil hier wirklich alles mal abgerissen wird, was wir hier haben. Die gesamte Ortschaft hier kommt jetzt weg. Gebäude müssen zuerst entfernt werden. Meint er das? Ist wahrscheinlich noch das weg, genau. Ist so ein Krach. Ich weiß gar nicht, ob das für euch genauso laut ist wie für mich. Aber für mich ist es echt tierisch laut. Und ich kann es auch für mich nicht mehr leiser machen, ohne es für euch leiser zu machen. Ich hoffe einfach, dass ich so ein bisschen drüber reden kann über den ganzen Krach. Damit das halbwegs passt, so langsam aber sicher nähern wir uns dem Punkt, wo ich sage, so muss es sein. Alles südlich hier der Straße. Jetzt müssen wir auch hier wahrscheinlich das hier alles wegmachen. Soweit wie ich das jetzt überblicken kann, haben wir hier jetzt tatsächlich dafür gesorgt, dass wir hier Platz haben. Sieht zwar echt interessant aus, wenn man so die halbe Stadt abreißt. Fällt mir gerade so auf, aber muss sein. So, ich will eigentlich lieber diese Straße hier jetzt tatsächlich wirklich mal eine gerade Straße hier haben, in der ich mich auch vernünftig orientieren kann, was das Bauen angeht. Was allerdings heißt, dass die hier nochmal alle weg müssen. So, die Straße setzen wir. Eigentlich müsste ich hier erstmal. Ich kann jetzt hier nicht die ganze Stadt abreißen. Das geht jetzt aber auch nicht. Ich fliege gerade irgendwas von meiner Nase um. So, als nächstes kommt erstmal der Bahnhof hier weg. Jetzt wird das Ganze hier. Das ist so ein Krachen, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. So. Ja, ich. Vor allem, die Sache ist, das Ganze wird noch nicht der finale Bahnhof hier sein. Das stimmt, genau, die habe ich ja einzeln aufgesetzt, damit es ein bisschen verschönert wird. Das Ganze ist noch nicht die finale Ausführung des Bahnhofs. Aber, zumindest was die Gleisungsrichtung angeht, schon mal recht nah dran. So, das muss hier auch noch weg. Das hier vorne bleibt, ansonsten reißt mir hier vorne zu viel ab.
Das kommt noch weg. So, jetzt haben wir hier eine ganze Menge. Am liebsten hätte ich jetzt hier keine Kosten-Mod tatsächlich. Weil ich das Ganze hier. Achso, stimmt, das Terrarium hier vorne muss auch noch weg. Also eigentlich ist das, glaube ich, hier mehr gerade so eine Abrissfolge, habe ich das Gefühl. Müssen wir gleich, Gott sei Dank, fahren hier im Moment nur drei Züge lang. Das uns dann doch einiges hier erspart. Die Sache ist, wenn dann später, weil der Bahnhof wird gleich dann die finale Größe haben. Und dann werde ich so ein bisschen das Problem damit haben, dass ich dann irgendwann wahrscheinlich doch mal dann diese ganzen Linien hier nochmal umlegen muss. Aber ich denke, das wird schon irgendwie passen. So, wir brauchen mehr Platz, mehr Platz, mehr Platz. Und zwar nicht zu knapp. Ja, bis da vorne. Ich denke, das passt soweit. So, jetzt dürfte ich eigentlich nichts mehr übersehen haben. Und ich sehe schon, wir sind jetzt hier bei, keine Ahnung, 11 Minuten oder so müssten wir jetzt sein. Sache ist die Höhe, die die Straße hat. Wobei, ich werde mal ganz kurz, nehmen wir mal hier Trick 17. So, wir haben jetzt hier den Bahnhof eingeleist. Ich werde sowieso den verwenden, das kann ich übrigens zeigen. Ich habe hier diesen, an neuen Bahnhöfen haben wir soweit eigentlich nichts, außer sonst noch den hier, aber das nehmen wir hier nicht haben. Das ist mehr so ein ländlicher Bahnhof und so ein ganz alter. Können wir irgendwann mal für Retro machen oder wenn wir da in so Brockenbahn bauen, da den vielleicht hinsetzen. Nein, wir haben hier diesen Bahnhof hier, kann ich auch noch mal kurz zeigen. Also diesen Standardbahnhof in verschiedenen Farben habe ich den, damit das ein bisschen Farbe in das Spiel reinbekommt. So, jetzt müssen wir mal ganz kurz, weil wenn ich sage, ich will das Ganze hier auf dieser Höhe haben, dann bräuchte ich den Bahnhof nochmal ganz kurz hier hinstellen, weil auf dieser Höhe wird nämlich auch die Straße statt, also die Hauptstraße gesetzt werden. So. Die Hauptstraße nehmen wir auch einfach mal hier das sechsgleisige, vierspurige. Dass wir jetzt wirklich sagen, hier ist unsere Hauptstraße. Auf dieser Höhe. Hier entlang. Hier, gut, hier kollidiert es jetzt noch. Das muss weg, das muss weg und das muss auch noch weg. Das ist jetzt Pech, aber muss dann halt sein. Du bleibst bitte auf derselben Höhe, wie du jetzt auch bist. Nein, nicht runter. Ich muss hier mehr abreißen. Aber das ist persönlich jetzt auch ein Projekt, auf das freue ich mich schon richtig, wie das am Ende aussehen wird. Ich hoffe, ihr freut euch genauso. Seid genauso gespannt. So, wenn ich jetzt das Ganze längs. Ich mache hier die Kurve. Das heißt, ich muss. Ungefähr, ich muss jetzt gucken, dass ich hier irgendwie gerade bleibe. Ist das gerade? Sieht zumindest relativ gerade aus, oder? Ich muss den auch gleich die Stadt wieder aufbauen, ey. Ungefähr so. Dann ziehe ich hier die Kurve lang, weil wir hier genug Platz brauchen. Dann lege ich die ungefähr so. In die Richtung, in diese Richtung. Hier geht es natürlich jetzt irgendwie ein bisschen rein in das Gefilde hier. Das ist schade, dass wir hier noch nicht bei Transportweaver sind. Ansonsten könnte ich nämlich hier vorne auch irgendwie einen Güterbahnhof hinstellen, der hier so angekurvt ist. Also es ist angeblich auch, ist, zumindest was das Modden angeht, soll das möglich sein, dass man kurvige Bahnhöfe bauen kann. Ob das schon im Standardspiel limitiert ist, weiß ich nicht. So, jedenfalls, wir haben jetzt ja ungefähr hier eine relativ gerade Straße. An der wird das Ganze hier angelegt. Und wenn ich das hier erstmal hier jetzt einfach nur so baue. Weil Sache ist, der Bahnhof, der hier hinkommt, der ist größer als. Also der braucht mehr Platz hier. Wobei, nein, warte mal, der braucht hier weniger Platz. Ich muss den hier weiter reinschieben. Das ist nämlich die Sache. Nein, so. Ich reiße es schon mal ab. Wo bauen wir den am besten dann hin? Ich würde mal erstmal sagen, wir verbinden hier nochmal die Straße hier. Okay, hier kann ich das nicht machen.
Kommt da eine hin? Hier haben wir dann, glaube ich, eine Nebenstraße, so wie es aussieht. Allerdings soll die hier nicht so rausgehen. Du sollst da nicht so rausgehen. Komme ich hier irgendwie anders rein? Nein. Ich kann hier nur so raus, tatsächlich. Dann machen wir das so. Hier haben wir auch eine Nebenstraße. Hier haben wir wieder so eine normale Straße. Nebenstraße. Ja, das kommt ja auch nicht mal selten vor, dass die Straße mal so, hier so. Okay, das ist jetzt ein bisschen. Nein, ich baue hier nochmal. Gott, ey, die Einwohner werden mich hassen, ey. Weil gut, dass hier nicht City Skylines ist. Das hätte ich gerade eine ganze Menge Personen obdachlos gemacht. Wobei, nein, hier laufen tatsächlich Nebenstraßen lang. Ja, dann zieht ihr da auch nochmal aus. Problem ist, das wird natürlich jetzt auch sehr, sehr nachteilhaft für die Bevölkerungsentwicklung unserer Stadt hier in Haslach sein. Womit die hier erstmal als Hauptstadt. Warte, hat das hier eigentlich schon live aktualisiert? Haslach, ja, 151. Hier waren mal. Haslach war mal hier oben mit in der Kategorie bei 500. ich glaube. Die Einwohnerzahl hier ist ein bisschen geschrumpft. Also die bekommen ja einen großen Bahnhof, die bekommen einen Güterbahnhof. Die werden hier schon. Die werden hier schon ihre Möglichkeiten haben, hier wieder ihre Stadt aufzubauen. Oh Gott, ey, ich bin ein schrecklicher Bürgermeister. Also, ich zumindest wäre ich hier gerade ein schrecklicher Bürgermeister. Muss aber sein, die Frage ist so: Das kann ich euch schon mal verraten. 10 Gleise werden hier hinkommen. Die Sache ist, werde ich dafür den Platz haben, die auch tatsächlich hinzusetzen, weil wie gesagt, der Bahnhof, der hier hinkommt, der ist dann noch ein bisschen größer. Jetzt muss ich, ja, hier habe ich die richtige Höhe. Und vor allem muss ich auf der anderen Seite auch noch eine Straße bauen, damit die auch auf die Seite hinkommen, weil ich spiele ohne Sheet Engine. Ich weiß, dass es die gibt. Das würde mir jetzt möglicherweise etwas einfacher machen, aber ich spiele ohne Sheet Engine. Von daher, müssen wir damit jetzt so auskommen. So, ich muss jetzt gucken, dass ich das Maximale hier raushole an der Seite. Jetzt die Frage, bekomme ich hier, weil der Bahnhof hier muss einrücken. Bekomme ich hier an dieser Stelle schon die 10 Gleise nebeneinander hin? Sieht nicht danach aus. Nee, ich glaube nicht, ne? Nee, nicht ganz. Das Gute ist allerdings, da wir hier schon alles sowieso alles abgerissen haben, schadet das nicht. Dann können wir das Ganze hier nochmal abreißen. Dann baue ich den Bahnhof auch nicht dahin. Dann baue ich den. Ich setze den mal. Jetzt nehmen mal, weil noch ein bisschen Platz ist, ich weiß gerade nicht wie viel aus dem Kopf. Setze ich den mal dahin. Die Frage, komme ich hier noch, kann ich hier noch die Nebengleise bauen? Perfekt. So, dann kommt der jetzt mal kurz dahin, muss den wieder abreißen. Setze den hier nochmal hier hin. Ich lasse die auch erstmal blau, ich zumindest blau meine Lieblingsfarbe, von daher passt das. Jetzt muss ich gucken, dass ich hier irgendwie. Jetzt brauche ich hier mal ganz kurz Trick 17 sozusagen. Nein, du bleibst bitte auf der Höhe, auf der du hier rausgehst. Als gerades Kreis bitte. Da ist er gerade, das müsste jetzt auch ungefähr gerade bleiben, jawohl. So, jetzt muss ich das Gleis mal hinlegen. Jetzt muss ich nämlich gucken, dass ich diesen Bahnhof hier mit dem fünften Gleis da rankriege. Also, er wird nicht automatisch verbinden, aber ich kann zumindest gucken, dass dieses Gleis hier auf der richtigen Höhe ist. Wobei es zugegebenermaßen ein bisschen bescheuert ist, dass ich das hier komplett dran baue, weil dann kann ich den Bahnhof hier nicht zu 100% dranlegen. Bis da, dann machen wir das Ganze mal bis da. Dann müsste das Ganze hier funktionieren. Wenn ich den jetzt so, das müsste ungefähr die Höhe der Schienen sein.
Der ist jetzt um einen Tick versetzt. Das heißt, wir wollen das Ganze jetzt normal machen. Ich will es hier nämlich viel perfektionistisch haben. Ich sowieso ein Perfektionist bin, was sowas angeht. Sieht so ungefähr richtig aus. Das ist schwierig, weil ich da nicht reinzoomen kann. Gleiche Höhe. Ist immer noch, ich habe den wieder einen Tick zu weit nach unten gesetzt. Das Ganze kommt ja nochmal weg. Wir haben ja. Können gleich mal auf unsere Finanzen gucken, dann sehen wir, wie viel uns das hier gekostet hat. Ist das so richtig? Jawohl. Das ist so gut wie perfekt hier. Die Frage, könnte ich das hier theoretisch verbinden? Nein. Oh, nicht möglich. Ja, macht aber nichts. Das hier wäre jetzt unser Bahnhof. Wir müssen das Ganze hier noch ein bisschen ausweiten. Auf dieser Seite. Kleiner reicht ja. Wir brauchen jetzt nicht noch mehr Geld ausgeben. Guck mal, ich könnte hier auch direkt back to back machen. Da ist mir jetzt allerdings da die Stück Straße im Weg. Habe ich einen, der weniger Platz verbraucht? Oder komme ich damit immer in Kollision? Dann komme ich immer in Kollision, okay. Dann muss ich das ein bisschen anders machen. So, weil hier, das wäre jetzt, glaube ich, der Bahnhof als Standardversion. Glaube ich. Oder? Nee, der sieht ein bisschen anders aus. Jetzt auf dem Bild. Macht aber auch nichts. So. Tut mir leid. Tut mir leid. Tut mir leid, dass ihr ausziehen müsst. Dann kommt jetzt die Straße. Die Hauptstraße kommt dann jetzt hier lang. Müsste auch ungefähr gerade zu dem sein. Ja, passt. Dann so. Ziehen wir sie hier durch. Bis hier vorne, weil hier vorne nicht in eine Kurve rein muss. Oh, der Einzelne hier muss jetzt auch noch weg. So, dann ziehen wir die jetzt bis hier vorne durch. So. Ziehen wir auf der sehr anderen Seite genau dasselbe. Bis. Komm, setzen wir die mal bis hier. Ist ungefähr gerade. Frage ist, komme ich hier so steil runter? Komme ich? Weiß ja nicht, ob so jemals eine Straße gebaut werden würde. Wobei, wir können es hier auch anders machen. Wir lassen die da einfach bauen. Hier oben wieder. Kannst du mal ein bisschen angleichen hier. Terraform. Und dann setzen wir das Ganze hier aus der Kurve. Machen wir hier dann. Wobei, das muss hier sowieso wahrscheinlich alles weg. Egal. Ich würde einfach mal sagen, wir haben heute so gut wieder so viel geschafft wie schon lange nicht mehr. Auch wenn das natürlich hier so auch einen gewissen Flair hat mit diesem Bahnhof hier. Ich will den, kann ich auch schon mal sagen, den Leash Guillermes oder wie er heißt, bauen. Nur der ist erst im Jahr 2009 verfügbar. Und dann will ich zumindest schon mal die Bahnhöfe hier haben. Also die Gleisaufteilung, damit ich die ganzen Linien hier langführen kann, die ich hier langführen haben will. Und ja, ansonsten müssen wir irgendwann halt nochmal einen Ausweichbahnhof bauen. Jedenfalls war das unser erster Teil des riesigen Umbaus hier in Haslach. Ich weiß noch nicht genau, wo ich Güterbahn finde, ob ich hier hinstelle, hier hinstelle oder irgendwie von dem Gleisfeld hier weg. Werden wir dann sehen, wenn ihr selber Ideen habt hierfür noch. Könnt ihr in die Kommentare schreiben und bis dahin, ich lege das jetzt auch auf Pause, weil hier jetzt sowieso alles durcheinander geht. Was Linien angeht, lasst jetzt die Pause und ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Auch wenn es hier eigentlich eine nur Abriss- und Ausprobierfolge war, in der nächsten Folge wird es wahrscheinlich anders sein oder werden wir eine ganze Zeit Gleise bauen. Und ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Mich würde es auch freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Und bis dahin, Fadinsiata Sven ist raus, haut rein und wir sehen uns beim nächsten Mal.